So. Den verstehe ich noch gar nicht. So, ich will einmal ins Menü. Sind jetzt da. Okay, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Also wir haben alle gesehen, dass da oben was ist. Ich habe eine Idee. Ja, wie kommen wir da oben hoch? Da oben müssen wir hin. Okay, Freunde, ich schäme mich. Ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe die Schnauze so voll gehabt. Ich will ja nicht bis Weihnachten hier sitzen. Es gibt Tatsache, ich habe Tatsache einen Raum übersehen. Habe ich was übersehen? Und das ist so, ich bin so lächerlich. Ohne Scheiß, ich fühle mich so lächerlich. Ihr wisst doch noch, wo wir den Shadowlink platt gemacht haben, ne? Ja, also wo wir gegen uns selbst gekämpft haben. Ja, im Raum, wo es den Enterhaken gab. Ja, das, ihr seht's gleich. Das ist einfach nicht zu fassen. Und ich racker mir hier einen ab. Ich glaube, ich wäre hier noch 50 Parts rumgelaufen und hätte nicht gewusst, wo lang. Bis ich vielleicht endlich mal ein Kombi gelesen hätte, wo gestanden hätte, was ich machen muss. So, jetzt gehen wir erstmal ganz nach oben. Oh, nee, ey. Ich könnte kotzen. Aber immerhin haben wir bis jetzt, bis dato, glaube ich, alle Skulltulas gefangen. 4 Stück jetzt? Ja, mal schauen.
So, aber jetzt wollen wir hier lang. Das, diese grüne Balken, keine Ahnung, warum der da ist. Ich habe auch vorhin irgendwas gedrückt. Und seitdem ist das, glaube ich, da jetzt. Irgendwo in dem blöden Raum, wo wir die eine Skulltula gefangen haben. So, jetzt dürfen wir die ganzen Scheißraum hier nochmal machen. Und sowas hat mir die ganze Zeit, das hat mir wahrscheinlich dieser Fehler, den ich da gemacht habe, hat mich wahrscheinlich meine ganze Kindheit gekostet und konnte deswegen Zelda nie durchspielen. Weil nachdem dann, bei dem dann, ab da, ab jetzt ist alles blind, ich habe nämlich von nichts mehr eine Ahnung. Dürfen wir das scheiß Rätsel auch nochmal machen? Da habe ich jetzt total Bock drauf. Oh, ey, riech mich nicht auf. Dann jetzt einfach von gehen. Danke. Mann, ey. So, hoffe ich, sack ich jetzt hier nicht wieder so bescheuert. Na, geht doch. Hi. Das ist der Spackenhobel da. Aber wenn er jetzt weg ist, dann kriegst du mal eine Ruhe. So, den Rubin kannst du dir gerade so aufs Heulen stecken. Ah, aber diesmal schaffe ich das Rätsel endlich mal im First Try. Naja, ist ja noch nicht gesagt, ne? Also, ich muss jetzt erstmal auf den drauf hier. Naja, aber ich ärgere mich echt tot. Deswegen hat meine Tante mich damals auch immer ausgelacht, dass ich den nicht schaffe. Jetzt weiß ich auch wieso. Ich versorge mich jetzt gar nichts mehr. Zieh dich. Kannst sie auch verpissen. Oh, hier kriegst du aber echt Rubine nachgeschmissen. So, jetzt zeige ich euch, was der Unterschied ist, den ich nicht gesehen habe. Ich könnte, ich schwöre es euch, ich kotze im Dreieck. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier noch eine Skulltula übersehen habe. Aber ich schwöre es euch, ich kotze im Dreieck. Manche machen es im Sechseck oder im Viereck. Ich kotze im Dreieck. Nee. Guck dir das an. So. Da hätte ich schon stutzig werden sollen. Und dann guck mal hier. So ein verkackter Stein. Dann müssen wir einfach spielen. Diese scheiß Hymne der Zeit. Dieses Jahr? Wartet. So. Dieses Scheißlied. Ich könnte so kotzen, Freunde. Dann geht dieser Scheißstein weg. Und dann habe ich auch schon ausgemacht. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich habe das nämlich bei YouTube nachgeschaut. Fall darunter und sind hier in diesem blöden Schlangenraum. Und sind endlich da, wo wir sein wollen. Mucke, sei vorsichtig. Lass dich nicht von dem Strudel erfassen. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber da ist die Truhe.
Das ist kultureller Scheiße. Stopp, stopp, stopp! Die muss natürlich geholt werden. Einundfünfzigste. Safe Stat. Nein, 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 nein. Nein! 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 Oh, ich wärme mich. Ich wärme mich. Schuhe aus. Ich will dahin. Ich will dahin. Hilfe. Oh, schade. Wollen wir einfach hier hinkommen? Hallo, Fee. Du hast Skulltula geholt. Könnt ihr mal sehen. Und wisst ihr, wo wir jetzt rauskommen? 100 pro. Da oben. Tatsache. So, das heißt auf Deutsch, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Wo wir unseren letzten Schlüssel reinschmeißen. Ist das geil. Wir schaffen diesen Dungeon heute. Ist das geil. Wir schaffen diesen Dungeon heute. Ja. Ja, geh sterben. Da habe ich doch gesterben. Fällt jetzt halt runter, Depp. Okay, dann heißt, wir müssen wieder ganz nach unten. Und sowas versaut dann meine ganze Kindheit, was Zelda angeht. Ja, ich könnte kotzen. Und zwar im Strahl. So, damit haben wir auch, glaube ich, jeden Raum jetzt erkundet. In diesem blöden Dungeon. Können ja mal eben nachprüfen. So, da oben, das ist der Boss-Key. Und dann müssen wir halt nur noch zum Boss. Ja, damit haben wir es fast. Ich bin zum größten Teil stolz auf mich, aber ich hatte irgendwann die Faxen dicke. Ich musste wirklich diesmal nachschauen. Mehr wollte ich eigentlich auch nicht wissen, sondern nur, wo es lang geht. Alles andere habe ich ausgemacht. Ja, wo ich nachgeguckt habe, ist auch klar, ne? Bei dem Nintendo-Let's Player schlechthin. Viele wissen jetzt, glaube ich, wen ich gemeint habe. Ein Vorbild seinesgleichen. Ja. Das ist mein Lieblings-Let's Player. Ich habe schon, ja, viele Projekte geguckt. Ja. So, ich will jetzt einfach nur wieder darüber. Das werden wir jetzt wohl schaffen. So. Ja. Hau ab! Haut ab! So, das hätten wir. Ach, jetzt kommen die ganzen Viecher hier wieder hin. Aber warum wir hier Bomben brauchen, verstehe ich immer noch nicht. Deswegen! Boah, jetzt hätte ich Pfeile an Secret übersehen!
So, erster Safe Set. Weil ich nie weiß, ob ich jetzt rüberkomme oder nicht. Aber diesmal ja. Also das hätten wir ja gerade übersehen. Krass. Okay, dann ist hier bestimmt die 6. Skulltula. Also das kann nur eine Skulltula sein. Wofür war das jetzt? Oder? Also das kann eigentlich auch nicht möglich sein. So, was spielt jetzt? Können wir nicht mehr ziehen. Wisst ihr was? Ich schieb den noch mal rein. Bis zum Anschlag. Das ist definitiv nicht umsonst da. So, das haben wir gemacht. So. Ich lege jetzt nochmal ein Safe Set an. Dann ziehe ich die Schuhe an. Wenn er da nicht immer noch ist. Weiß ich auch nicht weiter. So. Schuhe wieder schnell an. Gucken, ob da jetzt noch was liegt. Ja. Dann verstehe ich das ganze Ding nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach. Okay, ich scheiß auf das Secret. Ich habe keine Ahnung. Ihr hättet ja in die Kommis schreiben können. Also hättet, ihr könnt. So. Einmal hier. Jetzt bleibt doch mal stehen, Link. So, was war oben? Ah, hier lang, hier lang, hier. Oh, ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ja. So. Sind wir wieder hier? Sollen wir das wieder machen? Ja, toll. Aber das mache ich jetzt einfach ohne den Gegner zu killen. Hoffe ich mal. Ansonsten muss ich das wieder nochmal machen. Ja, das war gut. Und das hat so gerade eben gereicht. Oh, geil. So, Schuhe wieder an. Hier hin. Ich scheiße jetzt auf alle Gegner. Hier hoch. So, dann gehen wir hier rein. Und hier kann ja sicherlich nicht mehr viel sein. Ne, die steht hier einfach so rum. Die Boss-Key-Tour steht hier einfach so rum. Ich krieg's den. Mach's auf. Mucke. Link, Mucke. Egal. Mach auf jetzt. Das erste Mal, dass ich den Boss-Key im Schloss in den Händen halte. Ja. Aua. Das hat mir wehgetan.
jetzt wissen wir ja, dass wir nur noch einen Raum betreten müssen. Aber genau das. Bin ich jetzt ein Arsch? Ja, bin ich. Wir machen das beim nächsten Mal. Dann ist der Dungeon auf jeden Fall abgeschlossen. Ui, ein Part noch. Yeah! Also, schaltet wieder ein. Mal schauen, was da für ein Gegner auf uns wartet. Was für ein Boss erwartet uns. Schaltet wieder ein bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dann. Ciao.